Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Wind Waker! Mit Glocke und... überhaupt nicht epische Ankündigung für Gast. Hallo. Ja, ich bin Shane216 und ich bin hier der Gastkommentator bei dem Let's Play von Zelda The Wind Waker. Und ich habe so darüber nachgedacht. Ja. Ganz ruhig bleiben. Ich habe mal so drüber. Es ist nur eine Glocke. Ich habe mal so darüber nachgedacht, wie interessant es doch ist, dass wir hier Zelda spielen. Das ist ein echt tolles Spiel. Man merkt eindeutig, dass du dich zurückhältst. Gut gemacht, George. Ist das nicht toll? Es hat den Anschein, als hätten die Götter dich als Helden erkannt. Das ist ein tolles Spiel. Aber glaube nicht, dass deine Prüfung damit beendet wäre. Sobald du durch das Licht trittst, das du vor dir siehst, und einen Fuß in die Welt dahinter setzt, beginnt erst deine wahre Prüfung. Die wahre Prüfung besteht aus Schreien. Bist du bereit, Shorty? So. Also nochmal. Hast du noch was zu sagen außer deinem super Schreien? Ja, ja, also ich wollte sagen, also zum Thema Glocken, wir haben jetzt die Glocke halt geläutet. Und dadurch sind wir jetzt in der Lage, in diese andere Welt einzutauchen, in Anführungsstrichen. Und wie man hier bemerkt, kann man hier sehen, wie unser tapferer Held gerade erstickt und er bemerkt doch. Er bemerkt, dass er nicht erstickt, was ihn etwas Unbehagen bereitet. Aber eigentlich ist es eine so schöne Welt, in der er sich jetzt befindet. Es ist wirklich sehr schön, wie sich deine Mütze bewegt. Ein wirklich realistisches Spiel, muss man an der Stelle sagen. Es macht wirklich Spaß. Ich glaube, jetzt verstehe ich deine Aggressionen, die entstehen, wenn man so ruhig geredet, weil die habe ich jetzt, glaube ich, auch gerade. Nur ich möchte mich dennoch zurückhalten. Es ist wirklich schön, dass wir jetzt in dieser grauen Landschaft sind. Und das kommt mir alles irgendwie sehr, sehr, sehr trüb vor, dieses ganze Bild. Es kommt mir fast so vor, als hätte man diesem Land jegliche Farbe geraubt. Was ist hier nun passiert? Wo befinden wir uns? Und warum ist sogar der Leuenkönig nicht grau? Du möchtest mich bestimmt fragen, warum ich grau bin. Nö. Doch. Und bedauerlicherweise fehlt uns jetzt die Zeit für lange Erklärungen. Ich find's witzig, wie Link einfach gefreezed dasteht und sich nicht bewegt. Das macht er gut. Hast du das überhaupt schon einmal bemerkt? Das macht er gut! Ja, okay, aber sobald du den du in diesem Schloss gefunden hast, gerne bezwingst, wirst du von selbst alle Antworten bekommen, nach denen du suchst. Geil, endlich zurück. Aber endlich alle töten! Ja! Nicht, das endlich bring mir alle um! Entschuldigung. Das kommt erst. Geil. Noch. Alle umbringen. Noch müssen wir umbringen! Ja. Noch müssen wir umbringen, bevor wir. Umbringen. Du willst also Leute umbringen, hä? Nein, Leute nicht. Wir bringen irgendwelche. Hast du keine Leute? Okay. Ah, meine Hände, sie tun weh. Jetzt schon. Es tun wir. Schreien sie, wie sie wieder da. Und Schwertmann ist auch da. Okay, richtig viele Schwerter. Oh Gott, Opa mit Bart. Und eine ganze Familie. Opa mit Bart. Ich bin der Held der Bärte. Nee, das ist Shorty. Ja, Entschuldigung. So. Ich hab's nicht drauf zurückgegriffen. Ich glaube, wir haben eh ungefähr, wie wir es aufgenommen haben. Aha. Nun, Shorty, hier darfst du dir mal selber ein bisschen ins Köpfchen. Komm, mal, dreht er seinen Kopf und dann hat gerade auf einmal wird er zum Zombie, auf einmal kommt Haus Lichtkönig, auf einmal ist es mein Magic. Auf einmal rundenbasierter Modus. Das, weswegen du hierher gekommen bist, verbirgt sich irgendwo in diesem Schloss. Du musst allerdings einen Eingang zum Untergeschoss finden. Dieser Eingang wird aber durch eine schwere Tür versperrt, die zur Abwehr von Feinden dienen soll. Ich sag, ja, du musst also offensichtlich irgendwo etwas tun, damit sich diese Tür öffnet. Weißt du, wovon ich spreche? Nein. Gut, ich habe mal nicht so... Lese! Lesen! Gut, ich bin mal nicht so... Und gebe dir sogar einen kleinen... Verbrennt die! Ich Lösung bringt sich wirklich schön aus dem Konzept. Danke! Die Lösung des Rätsels hat etwas mit...
Form des Wappens zu machen, dass du hier überall siehst. Wow, meint er die ganzen Steinklötze oder was? Das meint er, das geil, guck dir das an. Er meint das Wappen, das sieht aus wie Saurons Auge. Geil, du musst in Herr der Ringe einsteigen, musst Herr der Ringe in den Film gucken, um das Rätsel hier zu lösen. Und dann musst du noch mit dem Regisseur reden und dann musst du erst noch das ganze Konzept verstehen, dann musst du den Film nochmal selber nachmachen mit eigenen Budget von 100 Euro und dann... Das sind aber ziemlich viele Anforderungen für das, dass man dieses Rätsel hier lösen kann. Rätsel. Oder du machst einfach so, du gehst auf dieses scheiß Triforce und schiebst einfach alle Steine, die du hinschiebst. Geil, Steine. Ja, Steine. Two words. Wieso zwei? Two words. Steine. Eine Steine sammeln, okay, damit man mächtig werden kann. Welche Steine? Ja, die Elementarsteine. Elementarsteine, damit du mehr Feuerschaden machst. Und da musst du immer mehr und mehr Steine finden, damit du irgendwie noch ein ganz kleines bisschen der Waffe umgehen kannst, um einen Schaden mehr. Also es ist wert, weil es sind Steine. Oh, Steine? Ja. Ja. Los, lauf. Geil. Ja, ja, geil. Komm. Los, lauf. Steuerung. Drücken. Zelda. Ja. Zelda. Zelda, was schieben wir eigentlich? Schieben. Oh, wow. Oh wow. Wow! Jetzt auf einmal leuchten sie. Ja! Auf einmal kommt der. Nein, lieber nicht. Wieso? Lieber nicht. Ja, der Herr der Werte! Der Herr der Werte verschiebt sich. Er hat Angst vor dem reinigen Leuchten, dass sein Bart verbrannt werden kann. Ach so, jetzt verstehe ich das. Also, dieses leuchtende Triforce. Das ist nämlich, das ist die Vorgeschichte und das erzählt eine kleine Geschichte, dieses Leuchten, dieses Streifers. Und zwar ist das so, dass der Held der Bärte hat sein Bart verloren und dadurch, durch diese alte Angst, die er da eben halt hat, bewegt sich der Held halt nach hinten vor der Angst vor diesen Leuchten. Und deshalb bewegt sich das nämlich weg. Weil der Bart sonst abhacken. Ja. Ich habe auch Angst vor Feuer, musst du wissen. Ja, hast du? Hast du auch Angst vor Bärten? Nein. Vor denen nicht. Ich finde Bärte cool. Okay. Respekt, Shorty. Hätte nicht gedacht, dass du das durchschaust. Und nun nimm das Schwert, das vor dir liegt. Es liegt da zwar voll das gar Schwert. Nicht, eigentlich steht es dort. Schlecht übersetzt, schlecht. Deutsche Lokalisierung. Lokal. Raucher. Was machst du? Raucher werden ausgeschmissen. Okay. Aber du weißt eh schon, was jetzt auf dich zukommt. Nein. Swing, Schwerter. Okay, gut. Schwerter. Auf jeden Fall die Schwerter. Ah, nee, das habe ich schon letztes Mal gesagt, das weiß ich doch. Ja. Ich sag's trotzdem, auf jeden Fall die Schwerter runter, und Lego einfach getötet. Vielleicht passiert es hier diesmal. Ja, geil, so ein Spiel verändert sich auf einmal. Aber es ist anders. Ja, versuchen darf man es ja. Hm. Warte, waren wir nicht eh bei diesem Tempel, beim Thema Scheiß Österreicher? Ey, ich darf darüber nicht reden. Oh, okay. Du weißt, wozu das bei mir führt. Ja. Ich hab's ja eben schon einmal verkniffen. Oh, also, okay, du hast es schon. Ja, ich hab's schon einmal verkniffen. Ja, der Held der Bärte lebt wieder. Der Held der Bärte. Ah, okay. Ja, das kommt in seine Samurai Swords Typis. Und dicke Schweine. Sind das nicht alles? Schweine! Schweine! Ja. Wieso eigentlich Schweine? Dicke Schweine. Wieso müssen eigentlich in Zelda immer Schweine geschlachtet werden? Geil, japanisch. Das ist aber auch nur in dem Teil, oder? Ja. Yeah. Also in welchem Teil kommen auch noch Schweine vor? Swing! Nö, es leuchtet noch. Swing! Es leuchtet. Swing! Noch. Du hast das Masterschwert, Alter! Wollen wir jetzt zur epischen Beschreibung kommen? Ja, wieso nicht? Nein. Lass sie jetzt sein. Okay. Doch, weil, okay, die epische Befassung. Ja, ist egal. Also, epische Befassung von diesem dummen Schwert. Das Schwert ist aus Plastik. Das war. Interessant. Oh ja, guck mal, hast du schon mal die Fackel dort bemerkt, die dort ist? Das ist die einzige Fackel dort. Nein, links. Da, guck mal, das ist der Fackel. Hast du die schon mal bemerkt? Hast du da schon mal eine Bombe hochgeworfen? Hast du schon mal über das Feature nachgedacht, dass du da rein theoretisch eine Bombe hochwerfen kannst? Wollen wir es mal ausprobieren? Ja. Ich werfe sehr gerne Bomben. Guck mal, wir werfen da mit Bombe rein. Ich werde dir das funktionieren. Ein paar Bombe. Siehst du? Guck mal, hast du sowas schon mal... Jetzt kannst du Basketball spielen.
Ja, toll. Ja, geil, du hast eine, guck mal, das kann, Zelda kann man so viele verschiedene Möglichkeiten nutzen und kann einfach Basketball spielen. Nö, schlecht. Nö, wow. Wieso hat er eigentlich so ein Superpower-Locke? Weil er keinen Bart hat, noch nicht. Ist, ich hab dir das doch schon mal erklärt, das mit dem Bart. Der ist ja eigentlich der Nachfahre vom Helden der Bärte. Ja, aber. Und deshalb ist dein Bart. Bart ja, bekommen. Schweine! Kloppen! Steine kloppen! Ja, geil, das ist die logische Lösung zu diesem blöden Problem. Ja! Kloppen! Der wird kloppen. Irgendwie schon. Der wird kloppen, 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 kloppen. Ich hab beide erwischt. Ich finde, ich hab das ziemlich. Nein, hast du nicht! Nein, hast du nicht! Irgendwie. Nein, hast du nicht! Okay, dann hab ich's. Nein, hast du nicht! Okay, ich hab's nicht perfekt gelöst. Schweine! Ich bin Lux. War's das? Ja, das war's. Safari. Delay! Safari! Safari! Oh. Quick Time! Quick Time Safari! Taucht einfach irgend so ein Fenster. Safari! Okay, egal. Achso, da ist noch einer. Quick Time Safari! Safari! Safari in einem Zoo! Safari mit Schwein. Magst du. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Schilder? Schilder? Ja. Ein zu viele Schilder. Schilder, ja. Das war schon immer so gewesen. Okay. Kroketten. Ich war noch nie in Schilder. Kroketten. Du? Ich will dir die Kroketten geben. Dir Park Hagenbeck. Okay, da kann ich nicht drauf. Doch. Schade. Stell mal vor. Nein, stellst du dir nicht vor. Also, du bist ja jetzt Link und du hast jetzt ein Schwert. Ja. Also kannst du mir den Plastikschwert, stimmt ja. Deshalb ist es ja auch so, dass du auf die Gegner so oft einschlägst. Jetzt macht das alles Sinn! Weil es ist so, alle Waffen in diesem Spiel sind aus Plastik und das würde erklären, warum es kein Blut gibt in diesem Spiel und es würde erklären, warum man so oft auf einen Gegner einschlagen muss, bis er nicht stirbt, denn logischerweise müsste ein Gegner schon längst sterben, wenn er einmal durch ein Schwert durchgestochen wurde. Das ergibt Sinn. Ja, ja, guck mal, das ist das Master Schwert, ist das ultimative Herz. Kann aber Plastik sein, dass die Rüstung aus Metall. Kann aber auch sein, dass du Nachschub bist. Was hast du gesagt? Nichts. Okay. Hab nichts gesagt. Ich brauche jetzt eine halbe Minute. Ich brauche eine halbe Minute Ausruhephase. Bis gleich. Was macht er da hinten? Er rennt einfach gegen die Treppe. Komm her. Was ist das jetzt mit dir? Doch einmal. Wie klingt du das Schwert? Oh Mann, wieso muss das Schwert da. Oh, komm ich nicht hin. Komm her. Komm her. Okay, es geht mir besser. Ich wollte gerade sagen, es geht mir besser. Kannst wieder reden. Wie geht es mir? Wie geht es mir, war deine Frage. Na los, schmeiß es euch. Weißt du, willst es weg? Schmeiß es endlich weg! Schmeiß es weg! So geht's dir. Schmeiß es endlich weg! Schmeiß es einfach geh, geil! Der hat mir nichts gebracht, schlecht. Ja. So dummer Scheiß, Link, der einfach nichts kann. Ich stehe auf dem Palsen. Wow, ich bin so cool, Feature genutzt. So. Ich hasse Zelda. Entschuldigung. Ich hasse Leute. Tust du das wirklich? Ich hasse diesen komischen Safari-Zoo-Typi hier. Mann, wie heißt so ein Viech? Nicht Pharao. Wie heißt der? Safari, nein, Safro. Keine Ahnung. Ja, geil. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wo? Ich habe mich nicht so intensiv damit beschäftigt, dass ich es weiß. Link hat eine Waffe. Geil. Wieso rollt er? Ich will es nehmen. So. Laufen. Hinten noch einer. Laufen. Yeah, wir laufen mit einer Waffe. Laufen derbe herum und laufen durch die Welt. Ja, da ist wirklich noch einer. Yeah. Wir können laufen. Wir haben einen dicke Super-Sack-Safari. Wir können Leute töten. Wir haben nichts gebracht. Schlechtigkeitsding. Schlecht. Ja. Irgendwie, ja, es ist definitiv schlecht, wenn es sich nichts bringt. Gegen sie. Ich bin Kamera. Ich kann stellen, vor, auf einmal musst du gegen Kamera kämpfen. Auf einmal ist die ganze hinter dir Lakitu. Aber Super Mario. Auf einmal kommt Mario und töte dich mit Feuerbällen. Auf einmal ist das Spiel vorbei. Auf einmal bist du in Super Mario 64 gefangen. Auf einmal, Hey, hör auf mit Karl. Logistik! Ich stehe vor dir. Muskelman, Murp. Einfach halt so Waffen. Ja, weil er kloppen kann dann. Tot. Wieso ist jetzt auf einmal mit Rüstung tot? Weil er kloppen will. Geil. Ich glaube, das will er jetzt nicht mehr. Ich habe Bomben gesehen, die waren größer als große. Echt? Ja, wirklich mich hier gerade halb mit dem Kabel. Das ist aber nicht nett, dass ich mich mit dem Kabel erwürge. Hä? Ja. Du erwürgst dich mit einem Kabel. Nein! Tu das nicht. Ja, vor allem nicht mit einem WLAN-Kabel, das ist sehr gefährlich. Ja.
Köger. Alle Köger. Alle laufen durch Kögungsland. Ja, nimm ein Stab. Interessant, dass du es einfach so dargibst. Kög die Gegner. Kögen. Los, Kögen. Soll das jetzt ein Zensierwort für töten sein? Nein. Das ist ein Zensierwort für das Wort mit H. Suchst du dir jetzt wirklich alle möglichen Wörter, die es nicht gibt? B! Wer ist hier mit B verkloppt? Ja, mach den Sumo! Sumo! Ja, mach doch den Sumo, der steht doch wieder. So, war es das? Nein, da drüben. Traurig. Wahrscheinlich auch noch einer sein. Danach werde ich aber wieder abkacken. Ich glaube, der Held mit Bart ist stolz auf dich. Echt? Ja. Der Held mit Bart sagt dir ganz so, ja, ich halte ein Schwert nach oben, du machst es auch. Wieso läufst du nicht mit Schwert nach oben herum? Held mit Bart. Ich kann das nicht. Ich kann nicht dauerhaft laufen. Oh. Das geht leider nicht. Das Spiel hat es so programmiert. Das Spiel selber hat es. Kurzweil! Also, okay. Suchst du dich schon wieder zurückzuhalten? Nein. Doch. Nein. Ja, Schwert, das herumdancen. Ja, super Österreicher. Jetzt hat sich's was getan. Wir sind alle Österreicher. Ja! Ich bin der Superweg. Ich roll schon wieder. Klapp! Aus irgendwelchen Gründen. Klapp! Ich klappe Leute durch die Landschaft weg. Ja, ist eine Mauer aus rustikalen Wolle. Oh no. Oh no. Klopp, 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 die dramatischen sind nicht. So. Kroketten. Nö. Kroketten. War's das jetzt? Okay, diesmal war es das nicht schon wieder. Karten. Kroketten. Schmeckt. Kroketten. Schmeckt's oder tust du nur so? Okay, du tust ihn so. Doch, ich esse echt Kroketten. Okay. Ich hab noch genau die 6 Stück essen. Okay. Guck mal, nee. Das ist ein Monster. Ja, das ist ein. Also, worüber wollen wir uns denn heute mal unterhalten? Ja, also, ich würde mal sagen, wir unterhalten uns erst im nächsten Part, weil. Ja, ich möchte die Leute unterhalten. Ja, das weiß ich schon. Ja. Nicht wissen. Doch. Okay, doch wissen. Gut, danke Leute fürs Zusehen. Und nächster Link zum nächsten Video. Wir sehen uns das nächste Mal über Let's Play Legend of Zelda Wind Waker wieder. Wieder mit dir, oder? Oder verpiss dich. Hademarschen! Okay. Hast du noch was zu sagen? Hademarschen! Hademarschen! Geil, endlich explodierst du. Schlecht. Nö. Also du willst, dass ich explodiere? Okay, da bitte. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich hasse dich. Ich dich auch.